Yo Leute, was geht ab? Ich sehe extremst geschlaucht aus. Es ist auch mega warm draußen. Es sind 35 Grad. Ich bin am Sterben. Auf jeden Fall, wie ihr wisst, war ich ja auf der Dokumi und ja, da habe ich mir ein bisschen was geholt. Nicht besonders viel, aber so ein bisschen. Ich kann euch ja mal so grob zeigen. So das hier. Und das packen wir jetzt aus. Yeah! Yo Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll und ich weiß auch nicht, wie lang das Video wird. Es könnte ein bisschen länger werden. Ja, auf jeden Fall fangen wir gleich an. Es ist viel. Ich habe an die 300 € ausgegeben für, ich sag's jetzt schon mal voraus, nur Figuren. Das sind alles nur Figuren. Und ja, legen wir mal los. Da hätten wir als erstes diese Yui-Figur aus K-On!. Hat mir sehr gut gefallen, musste ich mir sofort kaufen. Ja, hat gekostet, steht nicht mehr drauf. Ich muss auch nicht immer sagen, da steht es auch noch ganz nebenbei. Aber das sage ich jetzt auch nicht immer dazu, ist ja auch scheißegal. Yui, ich pack die mal aus und zeig die euch im ausgepackten Zustand. So, Figur Nummer 1 zusammengebaut. Yui, eine richtig geile Figur. Ja, hier guckt euch mal an, hier mit Sonnenschirm und mit den Schuhen in den Händen und mit schönem Kleid, kann man machen, ist eine schöne Figur. Teil 1 eines großen Meisterwerks, das wir vor uns haben. Yeah. Dann hätten wir diese Kirino-Figur, sehr geil hier, Bikini-Style und so. Okay, die packe ich auch mal aus, ich bin gespannt, sieht cool aus. Ach, ist sie nicht schön? Passend zum Sommer, Kirino in Bikini und Badeoutfit, kann man auch machen, sieht extrem geil aus, also ich meine, ich würde es nicht kaufen, wenn es geil aussehen würde, also ich werde jetzt zu jedem sagen, dass es geil aussieht, aber auf jeden Fall hier mal rundrum, finde ich extremst schön, auch gut verarbeitet auf jeden Fall, ja, gefällt mir, Kirino, yeah. Werbeflyer von Figuya.com, oh yeah. So, als nächstes haben wir ein bisschen Vocaloid-Stuff, ja, muss ja auch sein. Guckst du hier, zwei kleine Figuren, hier so und so. Mal gucken, was da drinnen ist. So, aus den zwei kleinen Vocaloid-Verpackungen habe ich diese zwei nette Kakamine-Twins gezaubert. Ja, ihr guckt mal hier, das ist der Len und die Rin, oh yeah. Gestaltet von der Story of Evil, vielleicht kennst du ein oder andere. Ja, die werden hier natürlich zusammengestellt irgendwo, die gehören ja zusammen so irgendwie. Und ja, Len und Rin. Schön. Werbung für irgend so einen komischen Vocaloid-Kram. Ich weiß es nicht, aber irgend so ein Vocaloid-Produzent, ich kenne den nicht mal. Aber mit dem habe ich kurz gelabert über seine CD und über Vocaloid-Programme und was es so gibt. Dann hat er mir das hier in die Hand gedrückt und keine Ahnung, aber es ist Vocaloid. Yay! Dann natürlich auch noch Werbung von Kingplayer. Oh yeah. Schön. Schön. Dann haben wir hier ein Lunchpaket mit einem Brötchen drin. Nee, Spaß, Leute. Das ist natürlich auch was. Ich pack mal kurz aus. Da sind nämlich mehrere kleine Figuren drin. Oh, schön. Ich pack mal aus und zeige euch die. So, in der Brotdose war eine Asusa-Figur und eine Rizu-Figur. Tada! Ne, war natürlich nicht das Mittagessen, auch kein Brötchen. Ich hatte Mc's, nein, Burger King, ist egal. Auf jeden Fall hier Asusa und Rizu. Ich lieb ja Rizu. Rizu ist einer meiner Lieblingscharaktere bei K-On!. Aber es gibt zu wenig bis gar keine coole Figuren von ihr. Aber die hier fand ich ganz cool. Von daher endlich auch mal eine Rizu-Figur und diese Asusa-Figur. Als nächstes hätte ich diese Harui-Figur hier von die Melancholita blablabla Harui. Wie heißt das nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Harui! Auf jeden Fall, ich mag sie. Der Anime ist mega cool. Aber guckt mal. Hier. Ah, glänzt die Sau, ne? Aber hier. Schön. Okay, auspacken. Da haben wir sie. Die gute Harui. Wunderschön, hier mit Flagge, die Number One und so. Ja, geil designt auf jeden Fall im Rot, das Outfit fand ich extremst cool, deswegen muss ich es holen. Ich wollte keine Standardfigur von ihr, aber dieses Outfit fand ich mega cool, deswegen hier schöne Figur.
Kleiner Funfact am Rande, da unten, da am Bein dieses Dingens ist schon abgebrochen zum Halten. Na, hier auf der Seite. Das kann man schon hin und her rücken, das ist schon abgebrochen. Aber da, das hält gut genug. Das steht, das hält, das sieht ihr. Wow. Ja, tada, Harui. Ich häng fest. Smile Stickers. Ist es nicht ein Traum? Es ist ein Traum. Es ist ein Sticker. Man kann sie bestimmt irgendwo hin sticken und so. Oder so in die Richtung. Moment, guck mal. Oder? Nein, das sind keine Stickers. Das sind so auf so Tattoos, so Henna-Tattoo-Dinger. Also so. Keine Ahnung, wie heißen die Dinger? Also einfach nur hier für abzuziehen auf die Haut. Und dann hast du hier so ein Smiley auf der Haut. Das ist ja ganz. Ja, als nächstes, Leute, haben wir ein ganz besonderes Paket. Da freue ich mich richtig drauf. Das sieht ja schon für Packung geil aus. Guckt mal hier. Vielleicht könnt ihr es lesen. Snow Miku. Ja, die Snow Miku 2014. Ich freue mich. Das wird geil. Die Verpackung ist schon geil. In der Verpackung ist einfach nochmal eine Verpackung, die einfach geil aussieht. Leute, passt auf. Hier. Geil, wa? Also sieht richtig geil aus. Hier in so einem Buchdesign. So rund und hinten drauf haben wir sie. Die Snow Miku. Also wenn das nicht geil ist, was ist dann geil, bitte? Also man kann Sachen nicht schöner verpacken und es kann auch kaum was Schöneres drin sein. Die Snow Miku 2014. Geil, ha? So sieht das Ganze dann von innen aus, Leute. So, hier ist die Figur zum Zusammenbauen quasi mit verschiedenen Phases und so. Hier nochmal irgendein geschriebener Text, sieht cool aus. Und hier noch ein paar Bilder, hier, Ja, so, jetzt muss ich das Ganze mal zusammenbauen, das könnte ein bisschen dauern. Für mich, für euch ist es nur ein Cut. Also, schauen wir mal. Bei der Snow Miku war eine Anleitung dabei, ja. Ich dachte mir erst so, what the fuck, hier, Anleitung, wer braucht eine Anleitung, ja. Dann habe ich das Ding aber komplett ausgepackt und ich zeige euch mal ganz kurz. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ja, vielleicht brauche ich doch eine Anleitung. Es sind fucking viele Teile auf jeden Fall, Leute. Und ja, das könnte vielleicht problematisch werden. Also, für euch, wie gesagt, jetzt nur ein kleiner Cut. Für mich wahrscheinlich jetzt nur eine halbe Stunde oder so. Das ist echt viel. Man kann der Figur, also der, man kann Miku drei verschiedene Gesichter machen. Verschiedene Zauberbücher, Zauberzepter und das hier und hast nicht gesehen, alles geben. Man kann da so krass variieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das zusammenbauen soll. Ich guck mal. Es ist auf jeden Fall viel. Boah, Leute, nach einer halben Ewigkeit habe ich es endlich irgendwie zusammen. Wie gesagt, es gibt sehr viele Varianten, wie man das zusammenbauen kann. Das ist wahrscheinlich eine davon. Mit dem, das ist auch noch cool, da ist so ein Buch dabei. Das ist richtig geil gemacht. Ein Buch und so, ein Zauberbuch. Und da, ich will nicht so viel wackeln, das steht alles nicht so extrem stabil. Und da drauf steht die gute Snow Miku. Tada! Guckt euch an, mit einem Hasen in der Hand, mit ihrem Zauberstab. Swing, eine Zaubermütze und allem. Es ist richtig geil auf jeden Fall. Also, mir gefällt das super gut. Ich muss mal gucken, wo ich das hinstelle. Es braucht einen super Ehrenplatz. Snow Miku 2014, ich finde es ein Traum, ich finde sie wirklich richtig schön. Hat auch jetzt bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis ich da alles irgendwie hatte, bis es gestimmt hat. Snow Miku, meine Damen und Herren. Noch eine Lunchbox, yay! Okay, der Witz war beim ersten Mal schon nicht gut, ich gebe es zu. Da sind natürlich auch noch Figuren drin. Packen wir aus. Leute, ich schwitze ein Schwein. Egal. So, in der Tüte des Essens waren mal wieder zwei Kakamine-Twins drin. Gucke da. Ja. Oh, das war dumm. er hat einen Arm verloren. Er hat einen Arm verloren. God, Len, don't verlieren Gliedmaßing. Isn't good und so. Ja, Leute, auf jeden Fall die Kakamine-Twins. Len und Rin, da mal wieder. Wunderschön im neuen, also das heißt neu, in einem anderen Design wie vorhin. Die kommen auch nebeneinander wieder irgendwo hin und ja, die Kakamine-Twins, ne, die mag ich ja. Dann habe ich eine Genus-Figur. Genus, voll so Attacke. Ja, Genus von Tales of Symphonia, das ist einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Spiel.
Hab ich gesehen, dachte ich, nehme ich mal mit, ist doch ganz cool. Dann diese süße verlierst Beine. Gott. Vibe. So. So, dann haben wir diese süße Katze hier. Das ist die, Gott, wie hieß sie nochmal? Sie ist auch aus dem Anime von Harui. Wie hieß sie nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Ist auch egal. Wie war sie mega süß? Sie ist ein Katzenlook und miau. Und so. Ja, kann man machen. Sieht cool aus. Tada! Mit Schwanz. Dann habe ich schon was ganz, ganz Tolles. Und zwar, passt mal auf, habe ich gesehen und dachte mir, das ist so einzigartig, das werde ich sonst nirgendwo mehr kriegen. Kauf ich. Vielleicht fällt es euch auf, dem einen oder anderen. Was ist da falsch? Sieht man's? Ja, man sieht es, ne? Der Kopf und der Körper passen nicht so ganz zusammen. Wer Ahnung hat, kann mir jetzt in die Kommentare schreiben, zu welchen zwei verschiedenen Figuren diese Teile gehören. Sie gehören auf jeden Fall nicht so zusammen, aber ganz, ganz schick auf jeden Fall. Lala. Mittlerweile ist der Ventilator an. Ich hoffe, das stört nicht. Ich hoffe, man hört das nicht. Naja. Es war noch was in der Brottüte. Und zwar diese Harui-Figur. Ja, ich habe noch eine Harui mir geholt. Guckt's euch an. Mit coolem Cape und so. Ja. Nochmal Harui, nochmal cool, nochmal Cape. Nein, nicht nochmal. Erstes Mal Cape. Tada! Als nächstes bekommt die gute Asusa-Figur, die ich mir damals auf dem Japan-Tag geholt habe, Verstärkung. Nämlich aus derselben Riege, aus demselben, ja, dieselben Figurart, habe ich mir jetzt neben Asusa noch Mio geholt. Genau, die gute Mio im gleichen Stil wie Asusa. Die kommt direkt nebendran, denke ich. Also auspacken. Und da ist das gute Stück. Guckt's euch an. Mio. Geile Figur. Ziemlich groß auf jeden Fall, aber dafür relativ billig auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich sag so auf jeden Fall. Was ist los mit mir? Ja, gut. Also mit Mikrofonständer, mit Gitarre. Gut designt auf jeden Fall. Und kriegt einen Platz direkt neben meiner Asusa. Richtig geile Figur. Mio. Yeah, ich bin Mio. Yeah. Don't say lazy. Und bevor ihr euch denkt, Mann, hört das eigentlich überhaupt nicht mehr auf. Doch, Leute, die letzte Figur für heute. Und zwar, ja, ich habe sie mir echt oft gekauft, weil ich irgendwie voll Bock hatte drauf. Nochmal eine Harui. Ja, aber diesmal einen etwas anderen Stil hier, so den Stil. Guckst du hier und vielleicht auch noch, nee, hier ist uninteressant. So, ja, noch eine Harui, die packen wir aus, letzte Figur für heute. Und da haben wir sie auch schon. Die gute Harui in Sportkleidung, sie zeigt mit dem Finger auf euch. Boah! Ja, letzte Figur, guckt sie euch an, wunderschön, war auch die erste Figur, die ich glaube ich gekauft habe. Ja, es war die erste, die ich gekauft habe auf der Dokumi. Die letzte, die ich heute auspacke, war die erste, die ich gekauft habe. Schaut's euch an, Harui, dreimal heute, glaube ich, vertreten. Muss auch mal sein, ich finde sie geil. Das wär's dann auch. Ja, Leute, wie gesagt, das war's. Zumindest fast. Ich habe auch noch so ein paar coole Sticker hier. Snow Miku Sticker. Oh yeah, for the win und so. Und diesen Sticker von... keine Ahnung, von dem. Schreibt's in die Kommentare, von was für ein Anime das ist. So, Leute, das war's mit dem Unboxing, nenn ich's mal. Es war jetzt nicht gerade so ein krasses Unboxing. Es war einfach nur, ich zeige euch mal, was ich gekauft habe und so. Ja, ich würde sagen, ich mache nochmal einen kurzen Schwenker hier gleich drauf auf alle Figuren. Ich habe die alle so schön dahingestellt jetzt. Und da gucken wir uns das nochmal an. Und ja,